Shirley. Ist sie da? Nein, sie ist in Santa Barbara. Sie kommt nicht vor acht. Joe, wohin fahren Sie? Sie wollten noch ins Biltmore, Madam. Ihre Verabredung. Nein, nein, fahren Sie mich heim. Aber Mr. Richmond wartet auf Sie, Madam. Dann rufen Sie ihn an und machen Sie einen neuen Termin mit ihm fest. Guten Abend, Mrs. Jordan. Ist Mr. Jordan da? Er ist im Arbeitszimmer, Madam. Hallo, Darling. Oh, du hast schon wieder getrunken. Ja, ich habe getrunken. Ich habe eingekauft. Ein Smokinghemd für dich. Pierre Cardin. Hier. Ich hatte das Gefühl, es ist wie für dich gemacht. Und hier ist für dich neue Unterwäsche. Trag ruhig auch einmal bunte. Danke. Bist du bei Richmond in Biltmore gewesen? Nein, das Essen hat bis vier gedauert. Und dann war ich einkaufen. Du ziehst dich zum Essen doch sicher noch um. Warum? Aber Shirley kommt doch. Oder hast du das vergessen? Ah ja, Shirley. Shirley! Sag, Mom. Wenn ich gewusst hätte, dass du schon da bist. Wann bist du gekommen? Vor ein paar Minuten. Du siehst glänzend aus. Paul Shirley ist gekommen. Guten Tag. Tag, Paul. Gibst du dir denn keinen Begrüßungskuss? Ich habe mich verspätet, pardon. Nein, danke. Du isst nichts? Ich habe keinen Hunger. Du könntest wenigstens so tun. Und weshalb bitte sollte ich das? Shirley zuliebe. Schmeckt es dir? Ja, danke. Ich glaube, ich bin dir eine Erklärung schuldig wegen Shirley. Ich wollte, dass ihr euch endlich aussprecht. Aussprechen? Über was? Über die Spannungen zwischen euch beiden. Aber, Mom, ich glaube, dass du das dramatisierst. Es gibt keine Spannung zwischen uns. Shirley, ich bin doch nicht blind. Ich weiß doch, wie du deinen Vater vergöttert hast. Du hast es mir nie verziehen, dass ich wieder geheiratet habe. Paul, ich bin nicht so vermessen, väterliche Gefühle von dir zu verlangen. Nur, dass du Shirley immer noch wie eine Fremde behandelst. Du tust, als sei sie nicht meine Tochter. Ach, Unsinn. Paul, wirst du dich bitte wieder hinsetzen und lauf nicht vor den Tatsachen davon. Tatsachen? Was für Tatsachen? Ich möchte, dass Shirley das College wechselt und wieder hier bei uns lebt. Ist gut, ist gut, ist sehr gut. Darling, aber siehst du denn nicht, dass wir uns von Mal zu Mal fremder werden? Ich spüre es und es tut mir sehr weh. Es tut mir leid, dass du das Gefühl hast, Mom. Ich bin gern in Palo Alto. Ich habe dort viele Freunde. Soll ich das aufgeben? Ich zwinge dich nicht, Shirley. Aber du hast doch auch hier Freunde. Du gehörst wieder in dieses Haus. Du warst schon zu lange fort. Was meinst du, Paul? Warum fragst du mich? Shirley ist deine Tochter. Wirst es dir überlegen? Wenn du meinst. Thank you.
Darling, ich hoffe, du bist einverstanden, dass Shirley wieder zu uns gekommen ist. Was soll ich dagegen haben? Es ist doch nur natürlich für eine Mutter, wenn sie ihre Tochter lieber in ihrer Nähe sieht. Du hast doch irgendetwas, Paul. Wie kommst du darauf? Ich kann es dir nicht sagen, aber irgendetwas ist doch mit dir. Warum sagst du es mir nicht, Paul? Ich weiß nicht, was du meinst. Nein. Nein, bitte nicht, John. Aber ich habe... Eine Schlaftablette genommen. Ja. Du bist eine Schurke. Aber ich liebe dich. Wilma, ich muss dich um etwas bitten. Schieß los, Paul, Baby, ich bin ganz Ohr. Es handelt sich um etwas, das mich eigentlich schon die ganze Zeit beschäftigt. Und das auch sehr wichtig für mich ist. Du bist nicht der Erste, der in meine Agentur kommt, um zu beichten. Wilma, ich muss wieder spielen. Du willst wieder spielen? Ja, Wilma. Ich will wieder in meinen Beruf zurück. Ich muss irgendetwas tun. Ich möchte von keinem mehr abhängig sein als von mir selber. Gibt es eine annehmbare Rolle für mich? Das verstehe ich nicht, Paul. Du spielst doch seit Jahren die Rolle deines Lebens. Du hast eine Frau geheiratet, die so viel Geld hat, dass mir schwindelig wird, wenn ich nur dran denke. Du hast doch wirklich alles, was du nur brauchst. Ich muss weg von Joan. Habt ihr Schwierigkeiten? Liebst du sie nicht mehr? Ich will durchaus nicht neugierig sein, Paul, Baby, aber Sturm gibt's in jeder Ehe mal. Und Wilma, deshalb wirst du doch Wilma, nicht... Wilma, ich bin hierher gekommen, weil ich wollte, dass du mir eine Frage ganz präzise beantwortest. Glaubst du, dass du mir eine Rolle verschaffen kannst? Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, Paul, Baby. Das ist heute gar nicht mehr so einfach. Musicals sind aus der Mode. Und außerdem... Hallo? Wer? Entschuldige, das geht jetzt nicht. Ich rufe dann zurück. Okay, bye-bye. Ich weiß. Ich weiß, dass es nicht einfach sein wird. Ich kann doch nicht einfach die Studiotüren aufreißen und singen, hallo, hallo, Paul Jordan ist wieder da. Ich kann Jerry, auch nicht... ich möchte dich mit Paul Jordan bekannt machen. Wir haben uns schon draußen gesehen. Ja. Unser unvergesslicher Paul Jordan, Star von Petticoat Symphonie, Moonlight Melody, Burning Boots... Aber das sind ja für dich keine Begriffe, das war vor 15 Jahren mal. Paul möchte wieder einsteigen, wenn sich was Passendes bietet. Warum geht ihr nicht hinüber in Charlies Bar und tauscht euch aus? Und vor allem klär ihn mal über das Hollywood von heute auf. Ich muss noch ein paar Telefonate erledigen. Okay, Paul, gehen wir. Danke, Wilma. Wir sehen uns nachher nochmal, Paul, Baby. Also? Paul. Paul, erkennst du mich nicht mehr? Tony Bergen. Du weißt doch noch, ich war der Vater in Burning Boots. Tony Bergen. Sie sind doch Paul Jordan. Tut mir leid, Sie verwechseln mich. Warum haben Sie sich vorhin verleugnet? Keine Ahnung. Kennen Sie das Gefühl, wenn man einen Spiegel einschlagen will, nur weil man sein eigenes Gesicht nicht mehr erträgt? Als der Alte ihn vorhin nannte, gefiel mir mein Name plötzlich nicht mehr. Ich glaube, man muss einiges vergessen, bevor man den Versuch macht, neu anzufangen. Sagen Sie, Paul, was für Rollen haben Sie gespielt, damals, als Sie... Ich habe natürlich Filme von Ihnen gesehen, aber Sie haben so viele gemacht. Waren das alles Komödien? Musicals? Ich meine, seichte Sachen? Nein, nicht unbedingt. Aber Sie sind immer der jugendliche Liebhaber gewesen, der seinen Charme verkauft. Das waren für mich die größten Erfolge.
Davon bin ich überzeugt. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Aber Sie können sich darauf verlassen, ich bin ein Profi. Ich habe meinen Beruf gelernt. Das bestreitet ja keiner. Heute müsste ich allerdings wohl ganz andere Rollen spielen. Alterner Liebhaber. Wenn die Rolle stimmt, ja. Haben Sie sich nicht überlegt, in die Regie zu gehen? Ja, auch das. Tja, dann hätte ich einen guten Vorschlag. Wir suchen für Sie einen fantastischen Stoff. Sie führen Regie und Ihre Frau finanziert den Film. Wir machen einen völlig neuen Jordan aus Ihnen. Paul Jordan. Hollywoods ehemaliger Herzensbrecher wagt den Sprung vom jugendlichen Liebhaber zum ernsthaften Regisseur. Dazu brauchen Sie nur einen Finanzier. Und es ist gelaufen. Jerry, ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Ich möchte wieder Filme machen, aber ohne, dass meine Frau mir dabei hilft. Weil ich Geld brauche. Und zwar Geld, das nicht von einem Konto meiner Frau stammt. Zum Teufel ist denn das so schwer zu begreifen? Paul, ich bin nicht begriffsstutzig. Aber ich bin nicht so optimistisch wie Wilma. Das habe ich auch nicht von Ihnen verlangt. Sie haben doch die Typen vorhin im Büro selbst miterlebt. Alles Darsteller. Und alle ohne Job. Die raufen sich um die kleinste stumme Rolle. Wenn sie eine bekommen. Die armen Schweine können nur noch hoffen. Oder mit den Zähnen knirschen. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Ich war ein Star. Ich habe Erfolgsfilme gemacht. Das war vor 15 Jahren, Paul. Da waren Sie ein Name. Aber heute ist das anders. Fragen Sie den Kellner oder die Kinder da drüben. Fragen Sie die, wer Paul Jordan ist. Tut mir leid, Paul, aber ich sehe das anders als Wilma. Und Ihnen was vorzumachen, das nützt Ihnen ja nichts. Warum gehen Sie nicht zurück zu Wilma und gratulieren ihr für die grandiose Show, die sie für mich in ihrem Büro abgezogen hat? Bitte gehen Sie. Sie merken doch, dass Sie überflüssig sind. Gehen Sie! Wir rühren uns, sobald sich für Sie etwas tut. Dick, die Biere gehen auf mich. Die zahle ich. Gehen Sie nicht so leichtsinnig mit Ihrem Taschengeld um. Vielleicht brauchen Sie es noch. Ihren Wunsch, Sir? Darling, ich habe mir schon solche Sorgen um dich gemacht. Doug. Bist du okay? Selbstverständlich. Guten Tag, Frederick. Ach, Sie sind's. Die Dame wartet die Nummer 17. Sie? Wie lange wollen Sie in diesmal bleiben? Wieso? Ich möchte nur wissen, ob ich das Zimmer heute Nacht noch mal vermieten kann. Es wird bis heute Abend frei sein. Sag mir, was du denkst. Ich finde diese Motels ekelhaft. Wie wir uns sehen müssen. Warum hast du sie damals geheiratet? Hast du sie sehr geliebt? Ja, schon. Aber es war alles anders. Was war anders? Was war damals anders? War es anders als mit mir? Wie ist es mit mir, Paul? Ich weiß nicht, ob mir dazu eine gute Antwort einfällt. Dann denk doch mal richtig nach. Ja.
Alles ist wie ein Traum, in dem du dich selbst siehst. Du bist jemand, der träumt. Aber gleichzeitig bist du die Person, von der geträumt wird. Charlie, eigentlich weiß ich bloß, dass ich dich brauche. Hat dich ihr Geld fasziniert? Das vielleicht auch. Warum können wir uns nicht etwas einfallen lassen, Paul? Etwas ohne Geld. Ich weiß nicht, ob das ein Einfall ist. Aber ich werde wieder arbeiten. Was, du willst wieder? Ich will wieder arbeiten wie früher. Als Schauspieler. Ich muss es versuchen. Und Joan? Was hält sie davon? Joan? Es ist unwichtig, was sie davon hält. Na, Paul, Baby, was hab ich dir gesagt? Wilma lässt keinen ihrer Lieblinge im Stich. Und das Buch ist einfach fabelhaft. Hast du es gelesen? Nein, aber Jerry. Und er sagt, die Rolle ist dir auf den Leib geschrieben. Du kannst dein Talent voll entfalten. Was weiß Jerry schon von meinem Talent? Du spielst einen österreichischen Baron. Hydra Produktion. Was ist das für eine Firma? Es ist eine ganz junge Firma. Sie sitzt in Luxemburg, lauter junge Burschen. Frisches Blut. Du hast doch keine von den Major Companies erwartet? Nein. Natürlich nicht. Arthur Maria Fogosch. Der Regisseur. Kennst du einen seiner Filme? Nein, aber er gilt heute in Europa als Geheimtipp. Er hat zwar noch keinen großen Namen, aber er ist stinkbegabt und einfühlsam. Er ist keine von den ewigen Regieleichen, die heute noch Filme ausschwitzen wie vor 30 Jahren. Und wer spielt sonst noch mit? Europäer. Meistens Europäer. Bis auf Wallace. Seton Wallace? Ich weiß natürlich, dass du ihn nicht ausstehen kannst. Aber du musst ja in dieser Rolle keine Liebesszene mit ihm spielen. Ich rufe dich an, sobald ich das Buch gelesen habe. Okay, Baby. Lies es in Ruhe. Jerry wird für das Ticket sorgen. Was für ein Ticket? Aber ich habe zugesagt. Sie erwarten dich nächste Woche in Wien. Aber Wilma, ich habe noch keinen Blick in das Buch geworfen. Vielleicht warst du ein bisschen voreilig. Voreilig? Womit willst du mir denn noch kommen? Erst bin ich dir zu langsam, dann legst du dich mit meinem besten Mitarbeiter an und auf einmal spielst du dich auf, als hätten alle Regisseure nur darauf gewartet, dem großen Paul Jordan eine Hauptrolle nachzuwerfen. Jerry, verstehst du das? Eine Ausrede fällt uns immer ein, Paul. Tja, lass mich erst mal lesen. Hallo? Hallo? Ja, ja, machen Sie schon. Verbinden Sie mich mit Miss... Was ist denn los, Darling? Du verpasst noch das Flugzeug. Hat sich erledigt. Es wird langsam höchste Zeit. Einen Drink? Nein, danke. Ich bin so froh für dich, Darling. Ich bin froh, dass du wieder eine Aufgabe hast. Und noch dazu so eine schöne. Ja, ich glaube, dass es eine gute Sache wird. Glaubst du, dass du es schaffen wirst? Hast du etwa Angst? Nein, das nicht, aber immerhin nach all den Jahren. Ich freue mich auf ihn. Vielleicht komme ich dich besuchen. Aber ja. Einen Moment bitte. Mr. Paul Jordan? Kann denn das noch sein? Mr. Jordan? Ja. Shirley. Shirley, ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich kann jetzt nicht reden. Ich rufe dich an, sobald ich in Wien bin. Bitte leg nicht auf, Paul. Ich muss dir noch etwas sagen. Etwas Wunderbares. Ich bekomme ein Kind von dir. Was? Du verpasst dein Flugzeug, Darling. Ja, natürlich. Es bleibt bei unserer Vereinbarung. Wiedersehen. Lufthansa announces the departure of flight 1. Meine Maschine.
Ich wollte dir noch etwas mit auf den Weg geben, aber mach es erst auf, wenn du in Wien bist. Abgemacht. Ich werde dir die Daumen drücken. Danke. Wiedersehen. Paul! Ich liebe dich. Herr Katschmarek, soeben angekommen aus München, wird zur Information gebeten. Ich bin Paul Jordan. Oh, willkommen in Wien, Sir. Ich heiße Mörtel und bin in der Produktion sozusagen das Mädchen für alles. Vorname Eugen. Hatten Sie einen guten Flug, Sir? Ja, ja, ganz normal. Darf ich Ihnen... Sind das ja die anderen Sachen? Ja. Wo Sie ist? Emma. Sind Sie das erste Mal in Wien, Sir? Ja. Sie werden merken, dass Wien in vielem ein bisschen anders ist als Los Angeles. Aber Sie werden sich hier sicher sehr wohlfühlen. Und abgesehen davon ist es ja mein Job, dass Sie sich hier wohlfühlen. Ja, sehr. Der Wagen steht gleich hier um die Ecke. Ah ja. Ach so. Wir benutzen das Fahrzeug zum Transport für Requisiten und unseren ganzen Krempel. Und da wir einen Leichenwagen im Film als Spielwagen brauchen, haben wir alles dran gelassen, so wie sie ist. Macht dir denn hoffentlich nichts aus, Sir? Nein, nein, nein. Es ist nur etwas ungewöhnlich. Da geht's rum, bitte. Wie heißen Sie gleich noch? Mörtel. Ja. Wenn Sie ein Haus bauen, was brauchen Sie? Mörtel. Ohne Mörtel geht nichts. Der Mörtel hält alles zusammen. Und wenn in Wien ein Film gedreht wird, was brauchen Sie da? Mörtel. Verstehen Sie? Wenn man ein Mädchen für alles braucht, dann ist das Mörtel. Wie heißt es so schön in Krisentagen? Mörtelfragen. Wie lange sind Sie schon beim Film? 2 Jahre. Da haben Sie ja schon eine Menge Erfahrungen gesammelt. Mehr als nötig, Mr. Jordan. Mehr als nötig. Na, was schaust du denn so blöd, Burli? Das Auto passt nicht. Und Sie, Herr Empfangschef, wir haben Gäste, Gäste. Oder glauben Sie, wir kommen ohne Gepäck? Gehen wir. Willkommen, Mr. Jordan. Ich bin Arthur Maria Fogosch. Ah, ich freue mich. Ganz meinerseits. Drück mal drauf. Mach noch ein paar für die Presse, Sie wissen ja. Los, drück drauf. Ich sag, das geht nur mit Sie. Hey, da ist er. Endlich, Paul, da bist du ja. Du hast doch nichts dagegen, wenn wir uns duzen. Komm, ich stell dir den Stab vor. Das ist der Standfotograf. Angenehm. Falter. Das ist die Requisite. Scriptgirl. Oberbeleuchter. Schwenker. Und unsere Maske. Guten Tag. Unsere zweite Maske. Unser Kameramann. Hi. Unser Schnittmeister. Unsere Produktionsassistenten und unser Produktionsleiter. Guten Tag. Nice to meet you, sir. Und das ist unser Meister Mörtel. Good evening, sir. Wir kennen uns ja. Mein Assistent. Hallo. Komm, lass uns einen zur Brust nehmen. Vor ein paar Tagen habe ich einen von deinen alten Filmen gesehen. Also? Hoffentlich war es nicht einer von den Miesen. Es war Burning Boots. Ich war einfach weg. Ich habe gedacht, ich kriege mich nicht wieder. Und weißt du, was mich am meisten genervt hat? Die alten Säcke konnten ja Filme machen. Ja. Ich wünsche mir nur eins, dass du so gut bist wie damals. Das ist doch aus Burning Boots. Ich wollte dir eine Freude machen. Ich habe es auf Band überspielt. Wie hieß der gleich noch? Du weißt schon, wen ich meine. Den Tramp.
Don Kendall. I have to stamp, stamp, stamp. Stamp, stamp on fire. I have to stamp, stamp, stamp. Stamp, stamp on fire. Put out the flames, flames, flames. To stop the fire. I have to stamp, stamp, stamp. Stamp, stamp on fire. I feel whispering winds at the tune of my sights. I feel the heat of 100 miles on my soles. Boots on fire, flames in their holes. Bravo, bravo! Du bist ganz der Alte. Das ist wirklich ein echter Entertainer. Für mich? Ja. Halt mal. Danke. Hallo. Hallo. Ja? Wer? Bitte, dreht doch mal leise. Danke. Hallo? Hallo, Darling, ich bin's. Was ist mit dir? Bist du krank? Nein, nein, es geht mir gut, Sean. Aber warum atmest du so schwer? Es geht mir gut, Sean. Hast du getrunken? Nein, das habe ich nicht, Sean. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass du jetzt schon anrufen würdest. Du hast dich nicht gemeldet, also mache ich mir Sorgen. Ist alles in Ordnung? Ja, es ist alles in Ordnung, Sean. Glaubst du, du schaffst es? Hallo. Darling, wir sind unterbrochen worden. Paul, sag doch was. Paul! Es ist alles okay, John. Du musst an dich glauben, Paul. Du wirst es schaffen. Natürlich schaffe ich es. Hörst du mich, John? Ich werde es schaffen. Gute Nacht, John! John, ich schaffe es schon. Entschuldigen Sie, Mr. Jordan, Sie haben mein Klopfen nicht gehört. Ich wollte Ihnen nur noch die Termine für morgen mitteilen. Von 9 bis 12 Kostümprobe und um 3 müssen Sie untersucht werden. Ich muss untersucht werden? Vom Versicherungsarzt. Es ist unwichtig, aber es muss nun einmal sein. Nur reine Routinesache. Können wir das nicht auf nächste Woche verschieben? Unmöglich, Mr. Jordan. Nächste Woche drehen wir schon. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht, Mr. Jordan. Die
Dr. Petrovna. Was haben Sie mir da gerade gespritzt? Megafen. 50 Milligramm. Der Nachtportier hat mich gerufen. Warum? Er hat um das Mobiliar gezittert. Darf ich jetzt Ihren Blutdruck messen? Können Sie mir helfen? Dazu bin ich da. Ich bin morgen zum Versicherungsarzt bestellt. Da kann ich keine Schwierigkeiten brauchen. Was für Schwierigkeiten? Ich bin Schauspieler. Ich weiß. Wenn der Arzt etwas findet und wenn er mir die Versicherungspolice verweigert, wird meine Rolle unbesetzt. Das wird sich ohnehin nicht verhindern lassen. Sie müssen in ein Sanatorium. In diesem Zustand halten Sie keine 6 Wochen mehr durch. Mit oder ohne Alkohol. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe Erfahrung mit Alkoholikern. Natürlich, Sie werden sicher eine Menge darüber gelesen haben. Vor 7 Jahren lernte ich einen Mann kennen. Er war Schriftsteller. Als er 2-mal hintereinander Pech hatte, begann er zu trinken. Tagsüber Wein, abends Whisky. Er kam sich ungeheuer groß vor, wenn er Whisky trank. Und alle Probleme wurden winzig klein. Das war jeden Abend so. Am Morgen darauf war es umgekehrt. Er hat es nicht überlebt. Sie wissen nicht, wie wichtig diese Rolle für mich ist. Der Schriftsteller, von dem ich Ihnen erzählt habe, war mein Mann. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum ich keine Hemmungen habe, so offen zu sein. So. Und jetzt sollten Sie schlafen. Nehmen Sie das. Was ist das? Somnifen. Es wird Sie müde machen. Wenn Sie ausgeschlafen haben, komme ich wieder vorbei. Morgen Nachmittag. Denken Sie mal darüber nach, was ich Ihnen gesagt habe. Würden Sie das bitte auch anprobieren? Für welche Szene soll das denn wohl sein? Szene 32, die Beerdigung. Es gibt doch gar keine Beerdigungsszene. Sie müssen das falsche Buch gelesen haben. Hier sehen Sie, Szene 32, Zentralfriedhof. In meinem Buch ist die Szene drin. Mhm. Es wäre hübsch, wenn der Hauptdarsteller auch ein Buch hätte, das vollständig ist. Darüber müssen Sie sich mit dem Regisseur unterhalten. Mhm. Wollen Sie schon mal den Zylinder probieren? Ah ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Fogosch hat mir da etwas gesagt von einem Zylinder. Zuletzt fällt einem doch alles wieder ein. Entschuldigen Sie mich. Olga, wie weit sind Sie mit der Szene im Park? Ich muss die Ärmel noch ein bisschen kürzen. Schnell. Ja. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, wie Sie das tote Fleisch so hübsch garnieren. Wann muss ich heute Nachmittag beim Versicherungsarzt sein? Um 3. Oh, Mr. Jordan, wir haben noch viel Zeit. Wir können noch gemütlich essen gehen. Okay, Sir? Was hätten Sie gerne gegessen, Sir?
Sagen Sie nicht immer Sir zu mir. Ist gut, Mr. Jordan. Was würden Sie denn gerne essen? Fehlt Ihnen was? Nein, es ist alles bestens. Das ist nur der Klimawechsel. $100? Wie gut kennen Sie sich in Wien aus? Na ja, für $100 können wir doch speisen gehen wie der Maharaja mit der Maharani. Nein, Myrtle. Ich brauche einen Arzt. Sind Sie doch krank? Nein, ich bin nicht krank. Ich muss mit einem Arzt reden, zu dem ich vollstes Vertrauen haben kann. Sie meinen keinen gewöhnlichen Doktor? Ne? Nein. Ich suche einen, der mehr tut als andere. Einen, der eine Abtreibung macht. Aber hier in Österreich können Sie doch abtreiben lassen, so viel Sie wollen. Offiziell. Es geht um etwas anderes. Myrtle, das müssen Sie aber auf der Stelle wieder vergessen. Ich kann schweigen, Mr. John. Verzeihen Sie, kennen Sie sich hier aus? Ja, ich wohne hier. Was suchen Sie hier? Ich suche einen Dr. Schauberg. Ich bin Dr. Schauberg. Wagen wieder zurück. Schwing meinen Geigen rüber, ich nehme ein anderes Mikro. Noch eine Brot. Weiter nach links. Mr. Jordan. Ja. Wir wären jetzt soweit. Stopp! Hallo, Paul. Hallo. Alles okay? Ja, ich hoffe. Seite 80 und 81 ist ein ziemlicher Riemen. Ich hoffe, du hast den Text im Kopf. Willst du ihn hören? Nein, aber wir drehen die Szene in einer Einstellung durch. Du willst durchdrehen? Ja, wir drehen durch. Tut mir leid, dass deine erste Einstellung gleich so ein Schlauch ist, aber ich musste mich nach den Terminen von Wallace richten. Wallace? Kennst du ihn? Ein prima Schauspieler. Ja, doch. Wir haben in Hollywood ein paar Mal miteinander gedreht. Hallo, Mr. Wallace. Ihr kennt euch ja schon. Hallo, Paul. Hallo. Auch mal wieder vor der Kamera? Ja. Ja, und ich bin darüber sehr glücklich. Mir hat das alles ziemlich gefehlt. Das glaube ich Ihnen auf Anhieb. Also dann. Also, Szene 526. Ihr kommt beide von da drüben, wo ich jetzt bin. Die Kamera ist schräg vor euch. Hier beginnt auch der Dialog. Machen wir mal eine Gangprobe. Wenn Sie überall nur Gespenster sehen. Weiter. Ja. Und steht. Okay, wir drehen. Maske, Garderobe. Wir fahren vor. Lass uns vorbei. Also, dann Ruhe. Ton ab. Läuft. 526 Erste und Spiel. Euer Exzellenz, glauben Sie vielleicht immer noch an den Zufall? Wenn es in der Politik wirklich einen Zufall gibt, dann kann man davon ausgehen, dass er sorgfältig geplant war. Ach, Scheiße. Was ist denn? Schärfe. Okay, also nochmal. Ton ab. Läuft. Klappe. 526 Zweite und Spiel. Euer Exzellenz, glauben Sie vielleicht immer noch an den Zufall?
Wenn es in der Politik wirklich einen Zufall... Aus! Ein idiotischer Satz. Tut mir leid. Beruhig dich, Paul. Wir drehen's nochmal. Ton ab! Läuft! 526 Dritte. Spiel bitte. Euer Exzellenz, glauben Sie vielleicht immer noch an den Zufall? Wenn es im Krieg wirklich einen Zufall gibt, dann... Ach nein, Unsinn. Entschuldigt bitte. I'm sorry. Machen wir noch eine. Unwichtig. Paul. 526, die vierte. Spiel. Euer Exzellenz, glauben Sie vielleicht immer noch an den Zufall? Wenn es in der Politik... Bitte. Arthur, warum drehen wir das nicht lieber Schnitt für Schnitt? Nein, bitte, ich will das in einem durchhaben, wenn Sie nichts ausmacht. Sie müssen. 526, die fünfte. Spiel. Euer Exzellenz, glauben Sie vielleicht immer noch an den Zufall? Wenn es in der Politik wirklich einen Zufall gibt, dann kann man davon ausgehen, dass er sorgfältig geplant war. Nach Ihrer Meinung sind also finstere Mächte am Werk. Eine quasi europäische Verschwörung. Ich sehe nur eins. Hitler und Mussolini sind die beiden wesentlichen Realitäten in Europa. Wie gut, dass Sie von Realitäten sprechen. Sie halten mich wohl für einen Phantasten. Ein Realist sind Sie vermutlich kaum. Es gibt einen Realismus, der besteht aus Schamlosigkeit und der Bereitschaft, sich erpressen zu lassen. Die Kirche? Die Kirche ist nicht erpressbar. Die Kirche vielleicht nicht, aber jedes einzelne ihrer Mitglieder. Das Wichtigste ist, den Frieden zu erhalten. Auch der Frieden hat seine Qualitäten. Jeder Friede zahlt seinen Tribut an die Hölle. Mit anderen Worten... Entschuldigt bitte, entschuldige. Mit anderen Worten was? Entschuldige, Arthur. Niemand verlangt von Ihnen, dass Sie auch nur halb so gut sind wie früher. Aber dass Sie Ihre paar Wörter aufsagen, ist ja wohl das Mindeste. Lass ihn doch erstmal seine Texte lernen. Ich rauche so lange eine Zigarette. Ist gut. Das waren 750 Meter negativ. Zieht's mir von der Gage ab. Und das Licht hält auch nicht. Wallace hat es bestimmt nicht so gemeint. Er ist noch genauso widerlich wie vor 20 Jahren. Aber als Typ ist er fabelhaft. Ja. Entschuldige bitte, Arthur. Aber ich bin ein bisschen nervös. Am ersten Drehtag ist das auch nur verständlich. Mir geht's ja genauso, also ruh dich aus. In einer halben Stunde packen wir es. Danke. Also bis nachher. Fünf, 26, 14. Und Spiel. Mit anderen Worten, freie Wahl zwischen Anpassung und Selbstmord. Wenn man die Dinge so überdenkt, wird alles dramatisch. Und wenn man nicht denkt, ist nichts dramatisch. Selbst wenn es nicht so ist, muss ich Sie warnen. Ich sehe eigentlich im Augenblick nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Hände in den Schoß zu legen oder sie schmutzig zu machen. Wer sich um den Wind schert, der sieht nicht mehr. Wozu säen? Um die Feinde um uns herum zu füttern? Wenn Sie überall nur Gespenster sehen, hinter jeder Ecke nur den Teufel wittern, warum verlassen Sie dann nicht dieses Land? Aus einem ganz einfachen Grund, Euer Exzellenz. Es sind keine... Mist! Scheiße. Verdammt! Das ist alles nur reine Nervensache, mein Lieber. Scheiße. Was ist das eigentlich, das dich so stark macht? Deine Ölfelder in Texas. Dein Immobilienimperium. Oder deine Millionen bei der Chase Manhattan.
Nein. Guten Abend. Hallo. Wie geht's Ihnen? Es geht mir ausgezeichnet. Sie meinen, Sie fühlen sich ausgezeichnet. Wie viel war es heute? Mehr als eine halbe Flasche? Ich habe meinen ersten Drehtag hinter mir. Gratuliere. Ganz ehrlich, es geht mir bedeutend besser, als Sie denken. Und wie war es beim Versicherungsarzt? Wollen Sie die Diagnose hören? Eine harmlose Leberschwellung, fingerbreit. Überhaupt kein Grund zur Aufregung. Und was hat er sonst noch festgestellt? Nichts, nichts, nichts. Wirklich nichts? Hören Sie, die Versicherung hat keinerlei Einwendungen. Die würden niemand versichern, der ein Produktionsrisiko darstellt. Und was ist das? Was hat man Ihnen gespritzt? Ich weiß nicht. Es gibt Mittel, die den Organismus aufputschen. 3-4 Wochen lang. Mit dem Ergebnis, dass Ihnen danach kein Arzt der Welt mehr helfen kann. Es waren nichts weiter als Vitamine. Wie soll ich Ihnen helfen, wenn Sie kein Vertrauen zu mir haben? Bitte gehen Sie nicht. Und warum nicht? Hallo. Hallo, Paul. Shirley. Wie geht es dir? Oh, es geht mir fantastisch. Es freut mich für dich. Sag mir ganz schnell, wie geht's dir? Gut. Und dem Baby? Ich glaube, es strampelt schon. Spitze, Spitze, Spitze. Das ist erste Klasse. Das macht dir so schnell keiner nach, Paul. Aber das ist doch nicht dein Ernst. Aber natürlich. Du weißt doch genau, dass ich in der Szene beschissen bin. Hundsmiserabel und sowas von utriert. So stirbt doch keiner. Guck dir doch mal die Augen an. Wenn's irgendwie geht, dann sollten wir die Szene wiederholen. Bist du wahnsinnig? Die Szene sitzt auf dem Punkt genau. Was meinst du dazu, Chuck? Mr. Jordan, wir hängen bereits ganz schön. Das hätte ich nie gedacht, Paul. Was? Dass du immer noch so gut bist. Das ist für mich einsame Spitze. Ich kann die Dekoration also abreißen lassen. Das fragst du noch? Oh. Weckermine gleich nach dem Aufstehen? Ja, nüchtern. Spätestens nach dem Frühstück werden Sie glauben, Sie könnten Bäume ausreißen. Aber am besten, Sie versuchen es gar nicht. Kann sein, dass Ihnen jetzt warm wird. Das kommt von der Spritze. Wenn Ihnen schlecht wird, das Speibecken steht dort drüben. Haben Sie viele Patienten? Habe ich Sie nach Ihrer Arbeit gefragt? Das können Sie gern. Ich frage Sie nicht und Sie fragen mich nicht. So kommen wir gut miteinander aus. Alkohol bindet das Wasser. Ich gebe Ihnen Pinkeltabletten mit. Davon nehmen Sie alle 3 Stunden eine. Hier. Sie wollten mir doch auch Weckermine geben. Ach ja. $50. Was? $50. Ach so.
tut mir leid, wenn meine Preise etwas ungewöhnlich sind. Aber irgendwie muss ich meine Forschungen finanzieren. Was denn für Forschungen? Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass alle Mittel, die das Leben erträglich machen, giftig sind? Ich suche nach einem Mittel, das glücklich macht, ohne uns zu zerstören. Darin sehe ich meine Lebensaufgabe, Mr. Jordan. Morgen, Paul. Wie geht's? Oh, bestens, bestens. Was hast du denn da? Eine neue Szene. Schon wieder? Ja, eine ganz neue, aber die ist klasse. Aber Herbert, der Film wird doch jetzt schon zu lang. Auf diese Dekoration? Keine Ahnung. Arthur, würdest du mir bitte sagen, wie er ausgerechnet auf diese Dekoration kommt? Ist doch fantastisch, nicht? Also, du sitzt am Klavier, du spielst. Die Kamera beginnt groß auf deinen Händen und zieht dann auf. Aber woher weißt du, dass ich Klavier spiele? Deine Agentin hat es mir gesagt. Sie hat gesagt, du spielst Klavier wie der alte Einstein. Dann kommt das Mädchen rein, sie bleibt stehen, du starrst sie an. Hol sie doch mal für eine Probe. Okay. Wie bist du darauf gekommen, mein Arbeitszimmer nachbauen zu lassen? Jetzt hör aber auf, Paul. Für mich sehen englische Zimmer alle gleich aus. Sieh dir die Kleine mal an. Was ist denn, Mr. Jordan? Mr. Fogers lässt fragen, wie er Ihre Haltung verstehen darf. Ich möchte wissen, was hier gespielt wird. Seit wann ist es üblich, dass über Nacht ein neues Skript geschrieben wird? Und diese blöde Szene mit dem Mädchen, was hat die mit unserer Geschichte zu tun? Können Sie mir das vielleicht in ein paar knappen Worten erklären? Sie wissen doch ganz genau, dass Herr Fogers sich... Nein, ich will von Ihnen nur hören, was diese Szene mit unserer Geschichte zu tun hat, nichts anderes. Es soll offenbar noch eine Liebesgeschichte mit eingebaut werden. Aber wollen Sie das Herrn Fogers nicht selber fragen? Dann bringen Sie ihn mir hierher! Und Mr. Fogers hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass er Sie in spätestens 30 Minuten in der Dekoration erwartet. Andernfalls müssten Sie erklären, wie Sie den Schaden, der durch den Arbeitsausfall entsteht, zu ersetzen gedenken. Trinken Sie doch nicht so viel. Der blöde Whisky macht Sie doch bloß hysterisch. Ich bin nicht hysterisch. Fogers verlangt von mir plötzlich, dass ich eine Szene drehe, die wie mein... Was, Mr. Jordan? Was für einen Tag haben wir heute? Donnerstag. Der 7. Ja, der 7. Und ich bin in Wien. Und Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Und ich bin Paul Jordan und ich spiele in einem Film die Hauptrolle. Und du bist Eugen Mörtel. Ist das alles so? Ja, das ist alles so, Mr. Jordan. Warum fragen Sie? Weil ich mir nicht mehr so sicher bin. Wir
Würden Sie jetzt bitte wieder ins Atelier gehen? Bitte. Lassen Sie mich bitte ein paar Minuten allein. Hallo, Paul. Ihr könnt, Mr. Jordan. Ich bin soweit. Also, du wolltest doch die Szene mit dem Mädchen drehen. Wolltest du nicht die Sterbeszene wiederholen? Und ich habe mir gedacht, vielleicht hast du recht. Die Jungen sind alle schon tot. Ist ja dieselbe normale Idee. Janet. Maske bitte. Ah, Parkverbot. Die Geschichte meines Lebens. Hey, wo steht der Wagen? Gleich da drüben um die Ecke. Sie haben halt mächtig einen in der Krone, Mr. Jordan. Gib's mir nicht so an. Du weißt überhaupt nicht, was eine Krone ist. Geh mal zum Auto. Ich kann nicht. Dann eben andersrum. Geh mal. Shirley! Hey, Mr. Jordan! Mr. Jordan! Mr. Jordan? Ne? Was haben Sie denn? Was soll ich denn schon wieder haben? Ich fühle mich sauwohl. Es geht mir glänzend. Ich fahre Sie heim. Nein. Ich möchte zu Fuß gehen. Meinen Sie nicht, dass es besser ist, wenn ich bei Ihnen bleibe? Nein, ich habe gesagt, ich möchte zu Fuß gehen, Myrtle. Zu Fuß. Und das allein. Dann, guten Abend. Aber... Es war das Wasser, das ihn immer wieder anzog. Die Flüsse, die Seen, die Ufer. Lange wusste er nicht, warum. Er liebte das Wasser, dennoch hatte er ständig Angst zu ertrinken. Jede Pfütze erschreckte ihn. Am Meer war er ruhig. Ich habe sie aus der Bar kommen sehen, bin ihnen nachgegangen. Wozu? Warum waren sie plötzlich so verstört? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich hätte eine alte Bekannte gesehen. Aber ich... Es kann nur eine Täuschung gewesen sein. Ich glaube, dass ich ein bisschen durcheinander war. Wenn Sie wollen, trinken wir noch etwas miteinander. Eine Tasse Kaffee mit viel Milch und Zucker. Da drüben über der Straße ist ein Café. Ja, gut. Also... Was haben Sie? Ihre Bekannte? Nein, ich dachte, ich hätte Myrtle gesehen. Unseren Aufnahmeleiter. Da ist niemand. Verzeihen Sie. Yeah.
Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wofür? Ich habe mich im Verdacht, dass ich mich neulich schlecht benommen habe. Nicht besser oder schlechter, als es Ihr Zustand zuließ. Sie wollen mir also immer noch einreden, dass ich am Ende bin? Ich habe kein Haus, nur einen Schatten. Aber wenn Sie einen Schatten brauchen, mein Schatten ist der Ihre. Wie kommen Sie auf Markham Lowry? Ich habe das Buch in Ihrem Hotelzimmer gesehen. Ich habe es mir am nächsten Tag gekauft. Wozu sollte jemand bei jemandem eingreifen? Der Satz steht auch bei Markham Lowry. Haben Sie keine einfacheren Fragen? Sagen Sie mir, was wissen Sie über Halluzinationen? Einiges, wenn Sie mit Alkohol zu tun haben. Wie deutlich sieht man etwas, das gar nicht da ist? Das hängt von der Verfassung des Patienten ab. Die meisten Psychosen äußern sich in akustischen Wahnvorstellungen. Der Kranke hört Stimmen, Gelächter. Die Leute lachen über ihn. Kinder rufen ihm Spottverse nach. Hinter jeder Straßenecke steht jemand, der sich lustig macht über seine Schwächen. Straßenköter fangen plötzlich zu sprechen an. Jedes Bellen klingt wie blanker Hohn. Und alle diese Stimmen haben nur einen Sinn, das Opfer zu demütigen, seinen Stolz zu brechen. Darum trinkt man weiter. Der Alkohol stärkt das Selbstbewusstsein, tötet die Stimmen. Für einen Augenblick. Dann fängt es von vorne an. Kann es möglich sein, dass man auf Personen sieht? Ja, wenn das periphere Nervensystem gestört ist. Ich weiß, dass es keine Täuschung war. Ich habe sie gesehen. Zusammen mit einem jungen Mann. Auf der anderen Straßenseite. Wen haben Sie gesehen? Meine Stieftochter. Shirley. Erzählen Sie mir von ihr. Ja, bitte. Herein. Guten Abend, Darling. Diese Überraschung ist mir also gelungen. Hier drin ist es entsetzlich dunkel. Wir haben die Zimmer links und rechts von dir. Shirley ist links von dir und ich bin rechts. Shirley, sie ist hier? Natürlich, wir sind heute Nachmittag angekommen. Shirley, komm doch mal und sag Paul guten Tag. Sie wollte unbedingt Wien kennenlernen. Das konnte ich jedoch wohl schlecht abschlagen. Zusammen mit Tom will sie Wien erobern. Wer ist Tom? Ah ja, du kennst ihn ja noch gar nicht. Shirleys neuester Flammenwerfer. Sie hat ihn vor mir zu verstecken versucht. Aber ist ein netter Bursche. Er wird dir gefallen. Shirley! Tag. Tag. Tja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sterbe fast vor Hunger. Zieh dir doch etwas Brauchbares an und dann treffen wir uns unten im Restaurant. Hm? Komm, Schatz. Und dann musst du mir alles über deinen Film erzählen. Dann wünschen die Herrschaften noch irgendetwas zum Dessert? Nein. Und Sie, Sir? Nein, danke. Und ihr? Nein, danke. Tja, wenn Sie nichts dagegen haben, dann genießen wir noch etwas von der frischen Luft. Wenn es bei der frischen Luft bleibt, gerne. Bis morgen. Viel Vergnügen. Herr Ober, einen doppelten Scotch, bitte. Sofort. Also mir gefällt der Junge. Shirley. Shirley. Thank you.
Du hast mir so gefehlt. Warum bist du so wortkarg geworden, Paul? Dein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Du drehst wieder einen Film. Bist du unglücklich? Sag doch was. Sag, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Geben Sie mir bitte Zimmer 327. Sofort, ich verbinde. Shirley, bist du allein? Shirley, ich muss dich sehen. Du musst es irgendwie möglich machen. Ich habe ab Mittag drehfrei. Um 3, glaubst du, dass das gehen wird? Schloss Schönbrunn, das liegt etwas außerhalb. Du gehst in die Wagenburg. Ich warte dort. Um 3. Okay? Shirley. Shirley! Wir wären soweit, Mr. Jordan. Die Herrschaften wollen drehen. Ja, ich bin gleich da. Jetzt kommen wir zum Krönungswagen, dem Imperialwagen. The Coronation Coach for the Emperor and the Empress. Innen mit 22 karätigen Goldfäden austapeziert. Inside 22 carats gold. Er hatte eine Bauzeit von 4 Jahren, Gewicht 4000 Kilogramm. It was built about 4 years and has a weight of 8000 pounds. 1711 ist die erste Krönung gewesen. Es war Karl VI., der Vater von Maria Theresia. 1711, the first coronation of Emperor Karl VI., Vater von Maria Theresia. 1916, die letzte Krönung mit Kaiser Karl und Kaiserin Sita. Nicht in meinen verrücktesten Träumen wäre ich drauf gekommen, meinen Mann in einem Museum zu sehen. Wir haben letzte Woche hier gedreht und ich wollte mir alles nochmal in Ruhe ansehen. Es ist fantastisch, nicht? Sieh dir nur diese Kutsche an. Ich würde ein Dutzend Rolls-Royce dafür eintauschen, um sie zu bekommen. Na, ich weiß nicht. Ich glaube kaum, dass eins von diesen Dingern hier verkäuflich ist, oder? Vielleicht doch. Darling, ich möchte gerne mit dir über Shirley reden. Was hat sie jetzt wieder angestellt? Nichts, außer dass sie ein Kind bekommt. Shirley bekommt ein Kind? Wie war das möglich? Du erwartest doch darauf keine Antwort. Nein, nein. Ich meine, doch nicht von diesem Tom. Nein, nicht von Tom, dann wäre es ja kein Problem. Aber von wem dann? Ich weiß nicht, sie will es mir nicht verraten. Jedenfalls bin ich der Ansicht, dass sie es nicht bekommen soll. Und hier in Österreich ist es ziemlich leicht, so etwas zu arrangieren. Sie will es abtreiben lassen? Sie nicht, aber ich möchte es. Sie weigert sich zwar noch, aber ich... Sie wird schon noch einsehen, dass es in ihrem Alter das Beste für sie ist. Sie weigert sich also. Wie wär's denn... Vielleicht sollte ich mit dir reden. Ach, Darling, du würdest sie wohl als Letzter überzeugen. Sieh dir das an. Die Staatskarosse von Maria Theresia. Eine faszinierende Frau. Ja, so viel ich weiß, hatte sie 16 Kinder. Wenigstens glückliche Reise. Ciao.
Shirley, wo bist du gewesen? Shirley! Bitte stell mir keine Fragen. Warum bist du nicht nach Schönbrunn gekommen? Was ist denn auf einmal mit dir los? Bitte lass mich gehen! Nein, nein! Ich bin schon wach. Danke, Märte. Hallo, Empfang? Entschuldigen Sie bitte, Sir, aber ich wollte Sie nur daran erinnern, dass bei uns wirklich höchste Eisenbahn ist. Rufen Sie Fogosch an und sagen Sie ihm, er muss umschmeißen. Ich kann heute unmöglich drehen. Wieso nicht? Deshalb nicht. Kann man so eine Liebesszene drehen? Nein, schlecht. Also rufen Sie Fogosch an und dann fahren Sie mich zu Dr. Schauberg. Wo ist Dr. Schauberg? Er ist nicht mehr hier. Wo ist er hin? Fragen Sie die Polizei. Die haben heute Morgen abgeholt. Eine Allergie. Es war vorauszusehen, dass Ihr Körper eines Tages so reagieren würde, nach all den Aufputschmitteln. Was geben Sie mir? Vitamin B. Alles andere ist von übel. Und wie lange wird es dauern, bis ich wieder okay bin? 1 bis 2 Tage. Der Organismus muss sich erst wieder beruhigen. Sie können sich wieder anziehen. Ein Selbstmörder könnte nicht planmäßiger vorgehen als Sie. Ich verschreibe Ihnen noch ein Kreislaufmittel. Gut. Ich wollte Sie noch um etwas anderes bitten. Keine Aufputschmittel mehr. Nein. Es hat etwas mit Shirley zu tun. Etwas, das Sie nicht wissen können. Shirley erwartet ein Kind. Von mir. Dann sind Sie an der falschen Adresse, wenn Sie erwarten. Nein, nein, jetzt verstehen Sie mich völlig falsch. Ich will, dass sie das Kind behält. Ich will nicht, dass sie Dummheiten macht. Aber ich komme nicht dazu, mit ihr zu reden. Sie läuft vor mir davon. Sie ist immer mit diesem Tom zusammen. Wer ist Tom? Einer, mit dem sie studiert. Weiß Ihre Frau, dass Shirley ein Kind erwartet? Ja. Und sie weiß auch von wem? Nein.
Sind Sie so sicher? Nein, sie hat keine Ahnung. Warum fragen Sie? Ich habe nur so gemeint. Aber wenn Ihnen so viel daran liegt, werde ich darüber nachdenken. Worüber? Inwieweit es einer Ärztin erlaubt ist, zur Komplizin ihres Patienten zu werden. Es ist so schön, dass du heute nicht drehst. Es ist so herrlich, wenn man zu zweit eine Stadt erobert. Ich bin fast schon neidisch auf Shirley. Sie genießt es mit Tom Tag und Nacht. Shirley ist richtig musikverrückt geworden. Sie haben sich das Strauß-Denkmal angesehen und Schuberts Geburtshaus und das Beethovenhaus. Was hältst du von ihm? Von Beethoven? Nein, Darling, von Tom. Ich kenne ihn zu wenig. Ich habe das Gefühl, dass sie ihn rasend liebt. Langsam glaube ich auch, dass das Kind von ihm ist. Du glaubst also, dass sie miteinander ins Bett gehen? Bitte sei doch nicht so naiv, natürlich. Und ich finde ihn bezaubernd. Natürlich. So bezaubernd, dass du ihm zu Shirleys Bett den roten Teppich auslegst. Aber was soll ich denn tun? Kann ich ihr das verbieten? Und außerdem... Außerdem was? Ich meine, es passiert nicht jeden Tag, dass Mutter und Tochter denselben Geschmack haben. Auf Wiedersehen. Mr. Jordan, würden Sie bitte hereinkommen? Ich bin gleich soweit. Bitte. Wo ist sie? Dort. Shirley. Was hast du denn? Was ist denn mit dir? Ich hab Angst. Wovor? Das bin ich für verrückt halten, Paul. Aber ich glaube, sie weiß es. Aber das ist doch völlig unmöglich. Du hast gedacht, ich verstecke mich vor dir, aber mir blieb nichts anderes übrig. Ich kann keinen Schritt ohne Tom tun. Passt auf mich auf wie ein Schießhund und vor dir tut er ständig, als ob er in mich verliebt wäre. Ich muss das mitspielen, ob ich will oder nicht, Paul. Sie hat ihn mit nach Wien gebracht. Er tut nur, was sie sagt. Und ich kann ihn nicht mal spüren lassen, dass ich ihn abscheulich finde. Wo ist er jetzt? Die Ärztin hat ihm gesagt, dass es vielleicht sehr lange dauern würde und hat ihn weggeschickt. Es war alles ihre Idee, damit wir uns endlich allein sehen können. Ja, ich weiß. John wird sich nie damit abfinden, Paul. Sie wird nie zulassen, dass wir beide... Sie kann es nicht verhindern, Shirley. Sobald ich den Film abgedreht habe, sind wir beide frei. Dann wird alles wie weggewischt sein, glaub mir. Dann ist alles ganz leicht und es wird alles gut werden. Ich hab Angst. Ich liege jede Nacht wach im Bett und ich muss mit anhören, wie ihr beide miteinander redet. Ich höre ihr Lachen. Ich weiß genau, sie lacht nur so, damit ich es höre. Ich höre sie stöhnen. Sie stöhnt nur so, damit ich es höre. Ich kann einfach nicht mehr, Paul. Ich weiß nicht mehr, wie. Nicht, Charlie, nicht. Bitte, hör auf. Bitte beruhige dich. Ich kann nicht bitte, mehr. Bitte, Charlie. Ein Mr. Dom Grisby hat angerufen. Ich habe ihm gesagt, dass er in einer Stunde vorbeikommen kann, um Charlie abzuholen. Ich bringe ihr etwas zur Beruhigung. Danke. Charlie, setz dich. Komm bitte, setz dich. Ja, hör zu. Du siehst bestimmt nur Gespenster. Es gibt im Leben eines jeden Menschen Momente, da gaukelt einem die Fantasie eine Welt vor, die gar nicht existiert. Du hast plötzlich das Gefühl, Stimmen zu hören, die gar nicht vorhanden sind. Du hast Angst und weißt nicht warum. Du kannst mir das nicht ausreden, Paul. Diese Unsicherheit, diese ewige Angst. Aber ich bitte dich, wovor denn, Shirley? Angst wovor? Sag's mir, Shirley! Paul, könntest du sie töten? Töten? Sie töten? Wie kommst du nur auf diesen Gedanken? Ich weiß es nicht. Ist mir gerade nur so eingefallen.
Du bist einfach mit den Nerven runter, Shirley. Ich weiß nicht mehr weiter, Paul. Ich weiß nicht mehr weiter. Ach, Darling. Ich weiß nicht, was auf einmal mit mir ist. Ob das nun an Wien liegt oder nur an der Atmosphäre hier. Vielleicht liegt's nur am Champagner. Glaubst du, dass man von einer Sekunde auf die andere ein anderer Mensch werden kann? Nein. Nein, sicher nicht. Endlich ausgetanzt. Ich möchte bitte noch ein Glas Champagner. Die Flasche ist ja, dann bestell leer. Bitte noch eine Flasche. Aber gern. Vielleicht kann ich meinen Mann dazu überreden, dass er mal mit mir tanzt. Was, Paul? Oh, hinreißen, Darling. John, ich... Darling, und ich dachte schon, du hättest ihn völlig vergessen. Seit 5 Jahren ist es das erste Mal, dass Paul unseren Hochzeitstag nicht vergisst. Ist das für mich? Nein, bin ich neugierig. Oh, mein Gott, das muss ja ein kleines Vermögen gekostet haben. Seht euch das an. Oh, ist es nicht wundervoll? Tausend Dank, Darling, es ist hinreißend. Ich halte das nicht mehr aus. Shirley, ich mache das schon, Mr. John. Würdest du mir bitte helfen, Paul? Warum hast du das getan, John? Was denn? Wir machen den dritten Versuch. Die Taucher sind wieder oben. Sie haben bis jetzt immer noch nichts gefunden. Ich glaube, wir können die Ambulanz jetzt nach Hause schicken. Einverstanden. Aber wir suchen so lange weiter, bis wir die Leiche haben. Also schön, Wachtmeister, lesen Sie uns noch mal vor, was Mr. Jordan erzählt hat. Ja, wir waren am Yachthafen. Ich wollte mit meinem Regisseur Arthur Maria Fogosch über das Drehbuch sprechen. Hm. Über eine Szene, die ich nicht mochte. Wir mieteten ein Boot. Und mit dem sind Sie die Donau hinab. Und Sie haben getrunken. Sie haben Meinungsverschiedenheiten bekommen und sind in Streit geraten. Er hat Sie beleidigt und Sie haben ihm eine Flasche über den Kopf geschlagen. Und Sie sind beide ins Wasser gefallen. Nein, so war es doch gar nicht. Wie war es dann? Ich bin ihm nachgesprungen. Er hat geblutet. Weil Sie ihn verletzt haben? Es war überall rot. Blutig. Im Boot war nicht eine einzige Blutspur. Das weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht, es war so, als... Mr. Jordan, wie betrunken waren Sie zu dem Zeitpunkt? Ich frage Sie nochmal. Wie betrunken waren Sie zu dem Zeitpunkt? Was wollen Sie? Entschuldigung, Herr Inspektor. Mein Name ist Eugen Mörke. Ich bin Aufnahmeleiter, Hydrafilm. Mr. Jordan, Herr Fogosch wartet auf Sie. Fogosch? Ja, Herr Inspektor, unser Regisseur. Er wartet auf Sie schon über eine Stunde. Im Yachtclub. Mr. Jordan, ich habe Sie gerade gefragt, wie viel Sie getrunken hatten. Wann hast du Fogosch zuletzt gesehen? Vor 10 Minuten. Verbinden Sie mich mit dem Yachtclub. Ja. Hier ist Schinzel. Sie können die Suche einstellen. Sie wissen es also schon? Ja, ich weiß es. Sie war in der Schleuse verklemmt. Was war in der Schleuse verklemmt? Die Leiche, Herr Inspektor. Shirley! Shirley!
Also, fällt Ihnen vielleicht jetzt etwas Passendes ein? Was hat Ihnen meine Frau gesagt? Nichts. Nichts, das uns weiterbringt. Was soll ich Ihnen noch erzählen? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Sie haben mir gesagt, Sie haben mit Fogosch Krach gehabt. Sie haben ihm eine Flasche über den Kopf geschlagen. Sie haben gesagt, er hat geblutet. Er ist in die Donau gefallen und Sie sind ihm nachgesprungen. Schön und gut. Aber wir haben nicht seine Leiche gefunden. Nicht die Leiche eines Mannes, sondern die Leiche eines Mädchens. Und dieses Mädchen ist zufällig Ihre Stieftochter, die zufällig ein Kind von Ihnen bekommt. Haben Sie denn keine Erklärung anzubieten, die ein Kriminalist verdauen kann? Irgendjemand will mich zum Wahnsinn treiben. Bewundere Sie, Mr. Jordan, Sie sind ein glänzender Schauspieler. Welchen Grad der Unzurechnungsfähigkeit soll ich Ihnen zubilligen? Sie wollen doch, dass ich an Ihrem Verstand zweifle. Aber ich bin nicht so borniert, Mr. Jordan. Ich bin ein störrischer Esel, der nicht von der Stelle weicht, bis er eine befriedigende Antwort hat. Haben Sie das Mädchen umgebracht? Ja oder nein? Geben Sie mir noch was. Bitte. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich... Wer ist das? Ich will zu Mr. Jordan. Sind Sie seine Anwältin? Nein, ich bin seine Ärztin. Ihrem Patienten geht es gut, den Umständen entsprechend. Als ich heute nach Hause kam, fand ich diesen Brief. Er ist für Mr. Jordan. Sie hat Schlaftabletten geschluckt. Dann ist sie die Donau hinabgeschwommen, bis sie nicht mehr konnte. Ich habe es Ihnen gesagt. Ich bin ein störrischer Esel. Es wird Ihnen schwerfallen, mich zu überzeugen, Mr. Jordan. Pflege klar? Nee, wecken Sie mal bitte. Es ist jetzt die Szene, bevor du gekillt wirst. Wir können, wenn du willst. Also, Paul, du sitzt am Klavier, du spielst, dann klingelt das Telefon, hallo und so weiter, das ist klar, ne?
Fertig. Playback ab. Läuft. Hallo? Komm heraus, John. Komm! Ich weiß, dass du hier bist. Hallo, Paul. Hallo, John. Du hast das erste Wort, John. Es ist deine Szene. Worauf wartest du noch? Das ist dein Tag, John. Der Tag, an dem du mir zeigen wolltest, dass ich nichts bin ohne dein vieles Geld und nichts ohne deine Fürsorge. Das war doch deine Absicht. Bitte nicht vor den vielen Leuten, Darling. Warum? Warum nicht? Das sind bloß die Leute, die du dir gekauft hast. Wieso hast du plötzlich Geheimnisse vor ihnen? Ich habe keine. Solange du sie bezahlst, werden sie alles für dich tun. Vielleicht. Vielleicht wären sie sogar fähig, mich umzubringen. Aber so weit bist du wohl noch nicht gegangen, John. Auf deine Art hast du es zwar schon ein paar Mal versucht, Arthur, aber dann hattest du wohl Mitleid. Entschuldigen Sie, aber er ist verrückt. Verrückt? Tatsächlich. Was wirfst du mir vor, dass ich diesen Film finanziert habe? Natürlich sind diese Leute von mir bezahlt. Aber das habe ich doch nur für dich getan, um dir ein Comeback zu verschaffen. Nein. Was interessiert dich mein Comeback? Du willst doch nur deinen abgrundtiefen Hass gegen mich stillen. Du bist krank, Paul. Du siehst Gespenster. Du hast doch gewusst, was zwischen mir und Shirley war. Ja, du hast gewusst, dass das Kind von mir war. Du hast Shirley in den Tod getrieben. Oh, Paul, du hast alles zerstört. Gib's doch zu. Gib's doch zu, dass es so war! Sie war's! Sie war's! Sie hat ihre eigene Tochter auf dem Gewissen! Es tut mir leid, dass ich Sie noch einmal belästigen muss. Aber irgendwie muss ich herausbekommen, wer von Ihnen beiden die Wahrheit sagt. Sehr erschreckt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, als ob Shirley... Sie brauchen jetzt viel Ruhe. Nein, ich muss mich davon überzeugen, dass das alles kein Traum war. Bin ich hier nicht Beweis genug? Es gibt Augenblicke, da glaube ich, dass sie immer noch im Leben ist. Wollen wir nicht lieber gehen? Einen Augenblick noch, bitte. Einen Augenblick. Das habe ich nicht. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir vielleicht zufällig sagen, wo die hinfliegt? Woher soll ich das wissen?